Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von GameJunk Hardware. Vor einigen Tagen haben wir per E-Mail eine Frage bekommen, die ich heute hier nochmal speziell per Video beantworte. Nämlich da ging es um die AMD, um die neue AMD Radeon R7 SSD. Und da hat uns der Lukas geschrieben, hallo liebe GameZoom-Redaktion, warum wird hier geschrieben oder behauptet, dass die SSD von AMD kommt, die wird doch in Wirklichkeit von OCZ gefertigt. Ja, Lukas, was anderes haben wir auch nicht behauptet bei uns im Testbericht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Testberichten aussieht auf anderen Seiten. Fakt ist auf jeden Fall, die neuen R7 SSDs von AMD, die kommen natürlich nicht von AMD selbst. Das sind einfach nur gebrandete Produkte, die kommen von, in dem Fall von OCZ. Und auch das Testmuster haben wir von OCZ selber bekommen, nicht von AMD, muss ich an der Stelle auch erwähnen. Ich fasse da ja nochmal kurz zusammen, die AMD-SSD, da ist AMD einfach an OCZ herangetreten und hat gesagt, schau, Leute, wir wollen eine SSD mit uns, unter unseren, quasi unter unseren Namen, unter unserer, mit unserem Design, mit unserem Brand auf den Markt bringen. Einige von euch haben das vielleicht schon mitbekommen, AMD hatte ja auch schon vor einiger Zeit Arbeitsspeicher. DDR3-Arbeitsspeicher auf den Markt gebracht, wo eben spezielle Heatspreader sind in schwarz, wo eben dieses AMD-Logo ist. Sinn dahinter ist es halt, dass man quasi so ein richtig eigenes AMD-System sich zusammenpasselt, wo halt unter Anführungsstrichen nur AMD-Komponenten drinnen sind oder zumindest das designmäßig alles zusammenpasst. Ja. Das ist eigentlich so der Hintergrund bei der ganzen Geschichte. Also es hat nichts damit zu tun, dass AMD das selber gefertigt hat. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die SSD eingehen. Ich meine, wir haben den schriftlichen Bericht schon auf der Seite, aber trotzdem noch mal so kurz zusammengefasst. Also wenn man das Gehäuse abschraubt, dann wird man drunter bekannte OCZ-Technologie finden. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die, geht in Richtung Vector 150 Serie. Wir haben auf der einen Seite den Indelinx Barefoot 3 Controller, den eben OCZ schon seit, glaube ich, zwei Jahren circa verwendet bei den allen gängigen moderneren SSDs. Dazu kommt halt MLC NAND-Speicher von Toshiba, 19 Nanometer wird da gefertigt, also auch das kennt man von der Vector SSD, wobei hier auch schon der 19A, also der ganz neue NAND-Speicher zum Einsatz kommt. Vielleicht noch ein paar Worte, muss ich mir auch noch mal kurz hier rausschauen, von der Performance her. Habe ich jetzt auch nicht mehr auswendig im Kopf, also wir haben Leseraten von 550 MB per Second, das sind die sequentiellen Lesewerte, beim Schreiben kommen wir auf 530 MB per Second und die SSD spricht auch in erster Linie, wurde für Gamer konzipiert, die eine hohe Geschwindigkeit wollen, die AMD SSD oder die OCZ SSD, mittlerweile wird sie sogar bei einigen Preissuchmaschinen oder Preisvergleichsseiten wird sie auch als OCZ AMD Radeon S7 SSD betitelt, davor hieß sie einfach nur AMD Radeon R7. Also auch hier hat man ein bisschen drauf reagiert, damit man eben auch ja, vielleicht weiß, was da genauer drinnen ist. Ja, und ich glaube, AMD macht jetzt auch SSDs. So ist es halt nicht. AMD hat natürlich spezielle Wünsche geäußert. Auch performancemäßig sieht man, dass die R7 sehr ein bisschen flotter ist als zum Beispiel hier jetzt bei der Vector 150. Also die ist ein Ticken schneller. Das war halt wahrscheinlich auch der Wunsch von AMD. Man wollte da wirklich eine Performance-SSD für Gamer konzipieren. Trotzdem hat man auf andere Sachen ebenfalls sehr Wert gelegt, zum Beispiel beim Lieferumfang, man hat eben diesen Montagerahmen dabei für 3,5 Zoll, es ist eine Klonsoftware dabei, man hat, was mir auch sehr gut gefällt, auf eine hohe Lebensdauer hingearbeitet, also AMD selber gibt auf das Teil 4 Jahre Garantie, ist auch schon ein bisschen überdurchschnittlich, also da gibt es nur noch die Enthusiasten-SSDs, die ungefähr die 5 Jahre Garantie, wo man bekommt, ansonsten sind die meisten normal kriegt man 3 Jahre, hier hat man 4 Jahre, also auch hier bewusst auch geguckt auf die Lebensdauer, auch die sogenannte TBB-Wert, also die Terabytes Written, hat man hier 43,8, ist schon ein sehr, sehr ordentlicher Weg wert. Also das Teil, wenn man, wir haben uns das eher mal ausgerechnet, ich habe das auch mal in einem Video vorgerechnet, also wenn man sich das so durchrechnet, wie viel man da am Tag, wirklich welchen Wert man da erreicht, gibt es ja auch Programme dafür. Und wenn man das dann mal so durchkalkuliert, also einen normalen Arbeitsalltag, auch wo man mal Spiele installiert haben und solche Geschichten, also würde man fast theoretisch bei solchen Werten auf locker eine Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren kommen. Also das ist absolut okay und da, das
Ding kann echt mit jeder normalen Festplatte auch mithalten. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass nach den 4 Jahren plötzlich die SSD explodiert oder sonst was. Und ja, last but not least, also das war jetzt so nochmal kurz die Erklärung zu der ganzen AMD-Geschichte. Also AMD selber hat die nicht gefertigt, das wurde bei OCZ. Auch die Firmware selber kommt jetzt nicht von AMD, auch für die ist AMD verantwortlich, OCZ verantwortlich. Seht ihr, auch ich komme schon langsam durcheinander, aber AMD überwacht das Ganze eben so ein bisschen mit Adlerauge, damit eben alles passt und ja, sein Lauf nimmt. Und ja, das ist halt eben die Erklärung zu dieser ominösen AMD-SSD. Also wie gesagt, AMD hat damit selber nicht viel am Hut, sondern die haben dann nur noch das Branding angegeben. Das Teil entsteht bei OCZ. Das war die Erklärung. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ansonsten könnt ihr ja nochmal den schriftlichen Testbericht lesen. Auch da haben wir das nochmal ein bisschen erklärt bei uns auf der Seite auf gamesum.net. In diesem Sinne, tschüdelü.